Kontrolle beim Auto wird keine ED-Behandlung gemacht, Mann. Aber die rechtliche Möglichkeit ist gegeben. Ja, genau, das ist scheiße, wa? Auf! Oh, noch auf! Da hättest du mich vor! Helm vor. Ach, so war's. Präsident Fricker, Schlagstock- und Tränengaseinsatz. Alle Festgenommenen werden einer erkennungsdienstlichen Behandlung unterzogen. Jetzt kommt gleich der Fuchsberger. Schalten wir um? Ja. Meinst du nicht, dass er bei den Rodungsarbeiten hilft, wenn er Bäume fällt, um Hütten und Barrikaden zu bauen? Also wenn man sich überlegt, dass das Gelände 2x3 Kilometer groß ist, das gerodet werden soll, dann fallen die Bäume nicht ins Gewicht, die für einen Barrikadenbau umgelegt worden sind. Das ist einfach notwendig für den Widerstand, finde ich. Thank you.
Was war denn für dich der stärkste Eindruck von Wackersdorf? Die große Unterstützung durch die Bevölkerung da oben. Also was die zu essen und zu saufen vorbeigebracht haben, war wirklich riesig. Glühwein, heiße Suppen und auch so ein Werkzeug, Sägen und Nägel für den Hüttenbau. Das war voll in Ordnung. Aber was mich gestört hat, das ist die Gläubigkeit der Leute oben. Thank you.
Bisher war der Widerstand gegen die WA ja relativ gewaltfrei. Kannst du dir unter Umständen vorstellen, dass diese Grenze der Gewaltfreiheit überschritten wird? Also wenn man sieht, wie der Staat gegen den berechtigten Protest der Bevölkerung vorgeht und skrupellos dieses lebensbedrohende Projekt weiterhin durchzieht, dann kann ich mir schon vorstellen, dass die Leute zu massiveren Aktionen übergehen, zum Beispiel Sabotage.